So, ich habe jetzt einen neuen Brennerkopf installiert, einen P60 Brenner. Und ich habe das Gefühl, dass es mit dem auch besser geht. Also ich habe jetzt hier auch mal ein paar Sachen rausgeschnitten. Mit der Materialstärke und Geschwindigkeit und Einstellung muss ich halt jetzt noch spielen. Aber für den ersten Schnitt passt es schon. Unten war halt so Zunder, aber der ging leicht weg. Ja, ich muss mal messen, ich weiß jetzt gar nicht, was das für Stärke ist. Also das ist ein 6mm Blech und von der Schnittkante ist es eigentlich recht schön geworden. Ich glaube, ich bin immer noch zu schnell gefahren. Ich habe das Ganze jetzt geschnitten mit 700mm pro Minute, knapp 40 Ampere und da ist eine 1,1 mm Düse drin. Und ich habe 4 Bar eingestellt am Kompressor. Also mit dem geht es jetzt ganz oder recht gut. Ich werde es allerdings mit dem P80 Brenner auch nochmal versuchen. Ich denke, mit den richtigen Einstellungen könnte es vielleicht mit dem doch auch funktionieren, weil ich hatte hier am Anfang auch mal eine kleinere Düse drin, eine 0,9 mm. Da hatte ich allerdings Alu geschnitten und da hat das so krass gespritzelt, dass nach kurzer Zeit immer sofort hier diese Düse vorne komplett verklebt war. Also habe ich wieder die 1,1 mm Düse rein. Aber vielleicht habe ich da auch einfach zu viel Druck dann gehabt, ich weiß es nicht. Ich hatte auch mal hier so einen, ich weiß gerade nicht auswendig, wie der heißt, so einen kleinen Brenner installiert. Mit dem ging es eigentlich auch recht gut. Das Problem allerdings bei dem ist, dass der kein Anschluss hat für Pilotzündung und für Ohmig. Also ich hatte dann hier vorne einfach ein Kabel so mit reingequetscht und seitlich rausgeführt. Das ging dann schon. Also ich konnte mit dem auch mit Ohmig und mit Pilot schneiden. Aber durch das Kabel ist dann immer Wasser vorne reinkommen und das war dann ziemlich ein Freck. Aber mit dem P60 bin ich jetzt im Moment ganz glücklich. Ja, hier habe ich mir jetzt mal Platten rausgeschnitten, dass ich mal zum Testen einfach so eine Oberfräse mal installieren kann und ja, zur Spielerei mal ein bisschen was rausfräsen. Wie gesagt, mit den Schnitten bin ich eigentlich ja, mehr oder weniger zufrieden. Die kleinen Löcher sind halt nicht wirklich was geworden, da muss ich nachbohren, aber damit kann ich fürs Erste leben. Hier sieht man jetzt auch noch mal ein paar von diesen Testdingern, die ich geschnitten habe. Also da habe ich mal 3 mm Alu geschnitten. Ja, das passt schon. Ist halt unten dann immer dieser Grat dran. Ich weiß nicht, ob ich das noch optimieren kann mit Stromstärke und Schnittgeschwindigkeit. Muss ich mal auch noch mal ein bisschen rumspielen. Und ja, wie gesagt, mit dem 3 mm Blech ging es ja auch schon ganz gut mit dem P80 Brenner. Mal gucken. Aus dem 3mm Alu habe ich auch testweise schon mal für einen Bekannten ja, so ein Schild, so ein Logo rausgeschnitten und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Er hat zwar zwischen den einzelnen Schnitten ab und zu eine Fehlermeldung gebracht, Limit Switch, also ich denke, da ist irgendeine Störeinkopplung da, aber das war immer quasi, wenn er die eine Kontur zu Ende geschnitten hatte. Also war das eigentlich kein Problem. Er hat halt einfach kurz angehalten. Ich musste halt wieder starten, dass er die nächste Kontur dann anfährt. Von dem her, ja, passt das fürs Erste, denke ich. Ja, das einzig Doofe, was momentan ist, der Schlauch, den ich in meiner Kabelschlepp drin habe. Für den P80 Brenner, da passt das Anschlussgewinde nicht für den P60 Brenner. Jetzt habe ich mir halt behilfsmäßig hier von meinem Handbrenner einfach das Kabel seitlich herhängt, dass ich den anschließen kann. Also da muss ich schauen, dass ich noch so ein Adapterstück kriege, dass ich eben diesen Druckluft-Stromschlauch, den hier quasi mit dem Anschlussgewinde vom P90, P80 Brenner, dann eben da unten drauf schließe.